Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen. Ja, das ist für mich ein ganz besonderer Podcast, weil ich heute wirklich stundenlang mit diesem Podcast in mir rumgerannt bin und gedacht habe, du musst das irgendwie sagen. Du musst den Leuten das sagen, was da in dir vorgeht, was du über dieses neue Jahr denkst, über dieses nicht nur neue Jahr 2020, sondern über dieses neue Jahrzehnt 2020, von dem ich fest überzeugt bin, dass uns allen unfassbare Türen aufgehen können und dass wir gerade vor unfassbaren Transformationen und vor gewaltigen Möglichkeiten in unserem Leben stehen. Und ich sage das heute an dem Tag, wenn ich diesen Podcast hier fertig aufgenommen habe und Sie den hören, dann ist das der Tag, an dem heute Abend mein Frauentraining startet. Und das ist für mich der Start in eine neue Welt mit unzähligen Frauen. Und wir werden Teil dessen sein, was ich gerade so stark fühle, nämlich dass in uns Menschen nicht einfach nur metaphorisch, sondern wirklich ganz alltagspraktisch unfassbare Schöpferkraft liegt, mit der wir die Dinge gestalten können, mit der wir unseren Frieden finden können und mit der wir Öffnung in diese Blockade hineinbringen können, die uns vielleicht gerade von etwas abhält, wovon wir träumen. Wir können das Leben unserer Träume leben und das ist für mich keine nette Plauderei. Das ist zutiefst faktische, praktische Wahrheit und darum soll es in diesem Podcast heute gehen und ich freue mich unfassbar, dass Sie mir dabei gerade zuhören. Ja, ich wollte eigentlich gar keinen so Neujahrs-Podcast machen. Ich dachte irgendwie, alle sagen irgendwas, was sie so denken und glauben über den Start ins neue Jahr und da muss ich das nicht auch noch tun. Aber die ersten Tage in meinem neuen Jahr hier, da hatte ich seit Ewigkeit mal wieder Zeit, das zu tun, was ich so wahnsinnig gerne tue, nämlich lernen und herausfinden und mich informieren und aber einfach so, ich liebe das so ziellos, aber wie ich dann doch immer merke, am Ende zutiefst geführt, überall zu schauen, was steht an, was gibt es Neues, was sind da für Entwicklungen und dann habe ich immer so meine eingefleischten Quellen, bei denen ich schaue, aber manchmal google ich mich so durch die Gegend und gucke so rum und manchmal kommt es von ganz anderen Ecken, was gerade für mich wichtig ist. Ich sage das ja auch immer zu den Frauen, mit denen ich arbeite. Ich folge ja ganz stark den Zeichen des Lebens. Also ich fühle mich zutiefst geführt. Ich glaube nicht an Zufälle und ich glaube, dass Dinge immer eine Sprache haben. So und so kam ich zum Beispiel, ich kam jetzt zum Spiegel, den ich sonst eigentlich gar nicht lese und da war aber alles Mögliche, was mich irgendwie angezogen hat. Und dann las ich in diesem Spiegel, kurz darauf beschäftigte ich mich bei einem Autor, den ich sehr schätze, in seinem Blog mit neuen wissenschaftlichen Ergebnissen, neuen Forschungen über die Medizin, dann habe ich in ein paar so ganz tief spirituellen Quellen rumgewühlt. Und zum Schluss war ich wirklich, wirklich auf eine, ja, wie soll ich sagen, ich war zutiefst euphorisiert, aber nicht in so, auf so eine naive Art, dass ich dachte, oh, Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird gut. Das ist nicht der Stand, an dem unsere Welt hier und unser Planet hier sich gerade befinden. Aber egal, wo ich hingeguckt habe, waren die Zeichen
und die Aussagen identisch, nämlich dahingehend, dass wir nicht einfach nur gerade in einer verrückten, wahnsinnigen, bedrohten Welt leben, sondern dass wir sozusagen in einem der größten Umbrüche aller Zeiten stecken. Und überall war vom Spiegel bis zu den tiefsten spirituellen Quellen von unfassbaren Neuerungen, von revolutionären Umwälzungen in der Wirtschaft, in der Medizin, in der Forschung, unser Klimawandel und in all dem, was uns Menschen so bevorsteht, zu lesen oder zu hören. Und immer wieder gab es bei all den Erkenntnissen und Prognosen, die ich gesehen habe, Überschneidungen. Und zwar gab es eine Sache, die kannte ich jetzt nur aus meiner Beschäftigung mit der Quantenphysik in den letzten Jahren. Und das war, dass wir, es stand zum Beispiel auch im Spiegel, so über Unternehmen, die gerade wissen, dass eine ganze Reihe von Produkten, die sozusagen ihr Unternehmen ausgemacht haben, einfach bald weg sind, gibt es nicht mehr. Und das heißt, entweder stirbt das Unternehmen oder das Unternehmen entwickelt sich komplett neu. Und da stand etwas, was ich in unterschiedlichen Quellen gerade immer wieder finde und was für mich zutiefst einleuchtend ist. Und das ist, dass wir nicht vor einer Zukunft stehen, sondern vor möglichen Zukünften. Ich weiß, das Wort gibt es gar nicht, ne? Aber egal, wir stehen trotzdem davor. Und dass die Frage, und das war auch in dem, was da dieses große Unternehmen gerade tut, deutlich, dass wir die Zukunft mitbestimmen, dass jeder Einzelne von uns und natürlich auch alle Unternehmen auf sie einwirken durch das, worauf wir uns fokussieren und wofür wir uns entscheiden. Und darüber habe ich selbst viel gesagt und viel geschrieben. Das ganze neue Buch, was ich dieses Jahr geschrieben habe, Liebe kann alles, habe ich davon vollgeschrieben, wie sehr wir bestimmen, was aus unserem Leben wird und dass es kein festgeschriebenes Schicksal gibt. Aber nun lese ich das wirklich in den unterschiedlichsten auch sachlichen und fachlichen Quellen. Und machen Sie sich das mal klar, was das heißt. Es gibt keine feste Zukunft, sondern es gibt Möglichkeiten. Und Sie bestimmen, welche Möglichkeit Sie sozusagen in Ihrem Leben und am Ende dann wir aus unseren vielen einzelnen individuellen Entscheidungen im Kollektiv aktivieren. Was steckt da für eine unfassbare Kraft und für eine unfassbare Mitbestimmungsmacht drin? Und deswegen ist es für mich so wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, wenn Sie sich jetzt fragen, oh ja, ich lese da auch gerade alles Mögliche und ich frage mich dann immer, was wird mir das neue Jahr bringen? Oder in diesem besonderen Falle hier 2020 beginnt ja tatsächlich auch ein neues Jahrzehnt. Was wird mir dieses neue Jahrzehnt bringen? Sich zu fragen, was bringe ich in dieses neue Jahr? Was bringe ich in dieses neue Jahrzehnt? Welche Zukunft bringe ich zur Welt, gebäre ich jetzt in dieses neue Jahrzehnt? Und ich habe mich ja nun auf meiner Forschungsreise durch die Liebe, das ist mein großes Thema, die Liebe in uns Menschen, habe ich mich ja nun in den letzten Jahren mit der Quantenphysik beschäftigt. Und da gibt es dieses Feld und die Quantenphysiker erklären einem das. Ich will es hier nur ganz grob anreißen. Ich bin kein Physiker, ich bin kein Forscher, kein Wissenschaftler, will ich auch gar nicht sein. Aber dieses Feld hat etwas für mich deutlich gemacht, in Worte und Fakten gekleidet, dieses Quantenfeld, was ich schon immer gefühlt habe. Nämlich, wir alle sind nicht einfach nur feste Körper in Materie, die irgendwann plumps geboren werden und irgendwann plumps wieder sterben, sondern wir sind eingewoben. Alle Forscher wissen, wir sind zu 99,999% Energie und nicht Materie, wir Menschen. Wir sind Teil eines großen Informationsfeldes,
Nur durch unser Denken und unser Fühlen sind wir sozusagen fokussiert auf einen Punkt und dieser Punkt, den empfinde ich und den trage ich in dieser Welt um mich herum, vor mir her und teile mit den Menschen. Dieser Punkt ist Eva und ihr Ich. Und so haben sie ihrs. Aber in diesem Feld ist alles Potenzial, sind alle Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn Sie Lust darauf haben, es gibt mittlerweile so viel Quantenphysik für Anfänger und begeisterte Frauen wie mich, da können Sie sich das alles nochmal genauer reinziehen. Das Wichtige ist nur, es gibt ein Feld voller Potenzial. Es gibt ein Feld, in dem alle Möglichkeiten vorhanden sind und Sie sind an dieses Feld angedockt. Genauso wie wenn Sie Ihren Computer aufmachen, da ist dieses kleine, Sie geben ein Google und dann ist da dieses kleine Feld drin und da geben Sie irgendeinen Begriff ein und bum, 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 taucht alles auf. 1.327.000 Möglichkeiten, die Ihnen erklären, was Sie da unter diesem Begriff suchen, weil Sie angeschlossen sind. Angeschlossen im World Wide Web an all diese Informationen und Möglichkeiten. Und wenn Sie das für sich akzeptieren, dass es das alles zusammenhängt und auch dass alles in sich eine Bedeutung trägt, alles ist voller Information und deswegen gibt es auch keine Zufälle, sondern alles in Ihnen und um Sie herum, das sind Resonanzen. Sie strahlen bestimmte Dinge aus und Sie gehen in Resonanz mit Dingen, die wiederum dazu passen. Und so funktioniert in Wahrheit unsere ganze Welt. Und wenn Sie sich erlauben, mal mit so einer ganzheitlichen Betrachtung diese Zahl 2020 anzuschauen. Ich will jetzt gar nicht in Numerologie eintauchen, auch da bin ich kein Spezialist. Aber ich habe eine hohe Anbindung und wenn ich da reinspüre in die Zahl 2020, dann finde ich, ist das eine unfassbar harmonische Zahl. Wenn Sie da mal sich erlauben nachzuspüren, da sind zweimal die 20, da ist zweimal die 2, da ist zweimal die 0, da ist Beziehung, da ist Balance, da ist Partnerschaft auf allen Ebenen. Das können Sie links rum, rechts rum, oben rum, unten rum. Sie können die Nullen wegnehmen, dann sind da zwei Zweien. Sie können damit machen, was Sie wollen. Da ist Beziehung. Da ist Verbindung, da ist Balance. Und das ist gerade die Zeitqualität. Und wir leben in einer Welt der Dualität. Wir leben, die Dualität ist auch eine Art von Balance. Wir leben in einer Welt, in der gibt es immer Gegenpole. Da gibt es Licht, da gibt es Schatten, da gibt es oben, da gibt es unten, da gibt es Tag, da gibt es Nacht. Das ist immer eine Polarisierung. Und all unsere Bestrebungen gehen immer darauf hin, dass es eine Balance gibt. Das ist ja nun auch mein großes Thema, die Beziehung. Wir sehnen uns nach Balance, wir sehnen uns nach Einheit, nach Verbindung und trotzdem ist die Liebe an sich und Beziehung und all das ein endloses Drama durch die Jahrhunderte hinweg von Leid und Leidenschaft, von großen Hoffnungen und von Betrug und Lug und Herzensbrüchen. Das alles ist Teil. Aber was ich erlebe, jetzt wo ich das über 20 Jahre tue, im Jahr 2020, es gibt etwas, das sich kolossal verändert gerade. Das erlebe ich in meiner Arbeit, das erlebe ich in der Welt da draußen. Und ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber das Licht wird stärker. Es ist eine neue Zeit angebrochen, in der die Kraft, wie soll ich sagen, in der die Sehnsucht nach unserer inneren Wahrheit, nach Harmonie, nach Balance, nach Nähe, nach Partnerschaft, nach Öffnung und Liebe so gewaltig bei den Menschen geworden ist. Und ich erlebe, wie wenig die Menschen noch aushalten könnten, dieses alte, gewohnte, was uns beigebracht wurde, wie das Leben ist,
Die Menschen sind wie erschöpft. Das fühlt sich alles an, wie es kann kein Tag mehr länger so gehen. Und das erlebe ich an jeder Ecke, wenn ich mit Menschen spreche. Und ich spreche mit vielen Menschen. Und ich würde das mit meinen Worten so beschreiben: Das Licht wird stärker. Aber was passiert? Also, das finde ich äußerst positiv. Also ich weiß nicht, wann ich glaube, ganz am Anfang, da war ich so naiv berührt immer von meiner Arbeit und von all dem, was ich von Menschen da gehört und erlebt habe. Da war ich immer so dankbar, wenn wieder irgendwie zwei Herzen aufgegangen sind und zwei Menschen zusammengefunden haben. Aber jetzt bin ich nicht mehr naiv berührt und dankbar, sondern ich bin aus voller Bewusstheit berührt und dankbar, weil ich spüre, dass Menschen wie erwachen. Und dass Menschen nach echtem, wahrhaftigen Neuem sich sehnen. Aber was dadurch passiert, ist, dass durch mehr Licht auch alle Dunkelheit offensichtlicher wird, viel offensichtlicher. Und so viel Kraft, wie ich gerade erlebe, überall und so viel Aufbrechen, genauso deutlich zeigen sich all der Schmerz, all die Lügen, all die Ungerechtigkeiten, all das Machtstreben, all die Gier, all der Schatten, das alles zeigt sich überall auf der Welt und es zeigt sich in uns Menschen und es zeigt sich in unseren Beziehungen. Also, wie soll ich das sagen? Wenn vor 10 Jahren Menschen bei mir waren, die konnten so viele Dinge irgendwie, wie soll ich sagen, mussten die gar nicht angucken, haben sie verdrängen können in ihren Beziehungen, haben trotzdem irgendwie so ihre Wege miteinander gefunden. Und heute geht es nicht mehr. Die Leute können nicht mehr mit runtergeklapptem Visier in Beziehung leben. Es funktioniert irgendwie nicht mehr. Und ja, jetzt ist der Punkt. Ich erlebe so viele Menschen, die auf großartige Weise mutig voranschreiten und sich für neue Möglichkeiten öffnen. Und ich bin letztes Jahr mit 1000 Frauen losgezogen. Ich ziehe jetzt gerade wieder mit 1000 Frauen los. Und ich erlebe einfach diese Bereitschaft wirklich zur Erneuerung. Aber wie soll ich das sagen? Es kommt jetzt halt damit auch hoch eine Wut, eine Ohnmacht, also etwas sehr Sorgenvolles. Wie soll das hier alles weitergehen? Also sowohl individuell, wenn ich ehrlich bin zu mir, kann ich diese Beziehung keinen Tag mehr länger leben. Wenn ich ehrlich bin, kann ich in diesem Job keinen Tag mehr länger aushalten. Aber was geschieht dann mit mir? Und da kommt Angst, da kommt Sorge, da kommen Zweifel. Und gleichzeitig aber auch so eine Wut, ich will das nicht mehr. Und so ein Widerstand, das kann nicht mehr so sein. Und dann gibt es wenn ich dann den Menschen nahe komme, gibt es immer öfter eine innere Berührung mit einer Quelle in uns. Ich erlebe Menschen, die Zugang zu ihrem Herzen und zu ihrer Seele finden, die vielleicht vor Jahren noch gesagt hätten, das ist Psychoquatsch oder das ist Spiritualität, das ist auch für mich alles, ist mir suspekt und glaube ich nicht dran und so. Und jetzt erlebe ich Menschen immer öfter. Heute bin ich spazieren gegangen mit meinem Mann und den Hunden und plötzlich kommt ein Paar auf uns zu und sagt: Sind sie es wirklich? Und die erkannten uns dann als eben diese Zuhorst und es war einfach total lebendig und schön. Die Frau macht beim Frauentraining mit und dann sagte ich so zu dem Mann, so scherzhaft, weil es war irgendwie so eine heitere Stimmung. Ich sage: Oh Gott, sie Arme, da haben sie ja jetzt zu Hause was los. Und dann sagte er so: Nein, nein. Vor Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich über solche Themen rede, wie ich jetzt mit meiner Frau es tue, über Liebe und über Glauben, sagte er, und über Glauben. Und jetzt reden wir über all das und das ist toll. Und ich habe gemerkt, dass es so viel wichtigere Dinge gibt, als immer zu arbeiten. Und es war einfach
unglaublich berührend, das zu erleben, da auf einem Spaziergang mit fremden Menschen, die sich dann bei uns bedanken dafür, dass wir da unsere Arbeit mit der Welt teilen. Und ich erlebe immer öfter Menschen, die Kontakt gefunden haben mit dieser inneren Welt, mit dieser Quelle in uns. Und diese Quelle, die ist für mich wie 2020. Die ist jenseits von Dualität. Die ist in sich eins. Die ist rund, die ist Einheit, die ist Verbindung, die ist Partnerschaft, aber Partnerschaft nicht in dem dualen Sinne. Und diese Quelle ist, man kann immer, das ist so wie Gott oder Liebe, das sind Worte, das sind Tatsachen, für die man nur sehr schwer Worte finden kann, die das wirklich greifen. Diese Quelle in uns, das ist genau das Licht, das zurzeit in dieser Welt des Umbruchs auf die Dinge scheint. Und für mich ist diese Quelle die Liebe. Und ich möchte so gerne dazu beitragen, dass wir Menschen aufwachen und erkennen, dass wir diese Quelle, dieses Licht, das auf die Dinge scheint, diese Liebe in uns tragen. Und dass diese Quelle, diese Liebe, dieses Licht völlig wertfrei und religionslos ist, dass diese Quelle dass sie einfach nur eins tut, dass sie das unterstützt, worauf wir sie richten. In Wahrheit erschaffen wir, worüber wir nachdenken, worauf wir dieses Licht richten, unsere Energie, unseren Fokus, unsere Gedanken, unsere Gefühle, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Das ist das, was wir gerade erschaffen in dieser Zeit. Jetzt, in diesem Moment, erschaffe ich die Zukunft von 2020 in mir. Und wir alle zusammen, wenn wir gemeinsam unseren Fokus auf eine Möglichkeit richten, dann wird sich diese Möglichkeit in der Realität zeigen. Ich glaube, dass Sie das, was ich heute in diesem Podcast sagen möchte und auch sage, nur mit Ihrem Herzen verstehen können. Entweder sagen Sie, was redet die heute für ein wirres Zeug, oder Sie fühlen mit Ihrem Herzen mit, was ich hier gerade versuche auszudrücken. Ich möchte Ihnen Ihre volle Schöpfermacht wieder nahe bringen und diese unglaubliche Zeit, in der Sie jetzt gerade leben, in der es all diese Dunkelheit so offensichtlich wird, aber eben die Macht des Lichtes auch deutlich wird. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, dass all das, was gerade geschieht, dass wir das sind, nicht wir die Opfer sind. Ich erlebe bei all dem Licht, was ich im Moment erlebe, erlebe ich aber auch ganz viele Menschen, die leben wirklich noch wie in der Dunkelheit. Und da herrscht ein Unglück, da herrscht ein Gemecker und Geschimpfe, was für mich wie eine emotionale Krankheit ist, die mittlerweile aus meiner Sicht wirklich, wie soll ich das sagen, Ausmaße angenommen hat wie eine Epidemie. Und für mich ist das eine innere Umweltverschmutzung, die das innere Gegenstück ist zur Umweltverschmutzung auf unserer Erde. Dass all diese negativen Gemütszustände, die so viele Menschen so freizügig die ganze Zeit kultivieren, dann sind wir sauer darüber, dann meckern wir darüber, dann haben wir Angst davor, dann sind wir unzufrieden damit, dann sind wir schon wieder resigniert, dann sind wir unter der Oberfläche unseres eigenen Bewusstseins, sind wir neidisch auf die anderen, sind wir eifersüchtig, haben wir das Gefühl, wir sind die Opfer. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das andere verursachen, dass das äußere Umstände sind, die für all das in uns verantwortlich sind. Und wir wollen nicht sehen, dass
wir selbst diejenigen sind, die sich immer wieder neu entscheiden, diese Gefühle zu fühlen. Wir sind, so viele von uns sind permanent in innerer Umweltverschmutzung. Und da sagen sie, ach Quatsch, nee, das ist doch gar nicht so. Schauen Sie doch mal hin, so ganz banal, so was Alltägliches. Sie sehen überall nur so freundliche Menschen im Geschäft oder so, auch Kollegen, die nett grüßen, und dann sitzen Sie in Ihrem Auto, Feierabendverkehr, und dann schauen Sie mal hinter die geschlossenen Scheiben, was da abgeht, wenn Sie aus Versehen 10 Zentimeter zu weit nach rechts gefahren sind oder wenn Sie den Blinker nicht gesetzt haben oder wenn Sie vermeintlich zu schnell oder vermeintlich zu langsam gefahren sind, was da teilweise hinter den geschlossenen Scheiben der Autos um sie herum passiert, welche Aggression in den Menschen steckt. Und gleichzeitig warten diese Menschen, die permanent solche Energie in sich tragen und dann auch ausagieren bei falsch gesetzten Blinker, die hoffen, und nicht nur die hoffen, die erwarten, dass jetzt bitteschön bessere Präsidenten, bessere Regierungsführer, bessere Partner auftauchen, dass wir endlich bessere Zeiten kriegen, bessere Umstände. Aber das ist verrückt. Wir alle sind diejenigen, die diese Präsidenten gewählt haben. Wir alle sind der Klimawandel, vor dem wir solche Angst haben. Es ist so wichtig für mich zu erkennen, dass wir auch die Zukunft sind unseres Planetens. Dass wir endlich begreifen, wie unser Denken und unser Fühlen und unsere Liebe wirklich funktioniert und wie ungeheuer machtvoll und heilsam sie gleichzeitig sein kann. Also wir können die Umweltverschmutzung sein, wir können der Klimawandel zum Negativen sein, mit all dem, was wir da ständig raushauen aus unserem System. Wir können aber auch für diesen Wandel sorgen, nach dem wir uns alle so sehen. Wir sind weder hilflose Bürger, noch sind wir Opfer von anderen. Und die Liebe ist auch nicht diese romantische Geschichte aus Hollywood-Filmen. Ich habe das in letzter Zeit so oft gesagt und ich habe, wie gesagt, mein ganzes Buch darum geschrieben, Liebe kann alles. Ich habe in diesem Buch gesagt, Liebe ist eine messbare Heilkraft, mit der sich gerade Forscher überall auf der Welt beschäftigen. Liebe ist in der Lage, Krankheiten zu heilen, Zellen, Gene und Verhalten zu verändern. Also unsere Liebe wirkt ein und sie kann sogar bis in unsere Vergangenheit hineinwirken auf einer bestimmten Ebene. Und sie ist in der Lage, Fülle in unser Leben zu ziehen. Die Voraussetzung dafür, abgesehen davon, dass es jetzt viel dazu, was ich gerade jetzt hier in den letzten Sätzen gesagt habe, viel dazu an Wissenschaft gibt, damit das sie in voller Gänze in dieser faktischen Wahrhaftigkeit verstehen, dass wirklich Liebe Materie beeinflussen kann und für Heilung und Veränderung sorgen kann. Also es ist eine faktische Kraft. Aber das, was es dazu braucht, dass sie zu dieser faktischen Kraft wird, die unsere Zukunft beeinflusst, weil wir nämlich jetzt eine bessere Gegenwart in uns, in unseren Herzen, in unseren Körpern und in unserem Geist erschaffen. Dazu müssen wir lernen, in die Lage uns zu versetzen, aus uns heraus bewusst und aktiv für Liebe zu sorgen, jenseits von anderen Menschen und Umständen bei unserer Liebe zu bleiben. Und indem wir lernen, unsere Liebe auszurichten, uns zu fokussieren, weil wir wissen, unser Fokus erschafft die Zukunft. Wir müssen lernen, unsere Liebe auszurichten auf das, was uns wirklich gut tut, auf das, was uns wirklich nährt. Und das müssen wir in diesem Moment tun, weil dieser Moment ist die Wurzel der Zukunft. Wenn wir jetzt hier lieben, dann ist diese Liebe, die an sich eine völlig unromantische, wertfreie Energie ist, einfach das, was das belebt und vermehrt, worauf wir sie richten. Und ich möchte Ihnen das einfach sagen, ganz viele von uns lieben es, sich mit Problemen zu beschäftigen. Und wir sind es alle gewohnt, über das nachzudenken, was wir nicht wollen. Und
die allermeisten von uns denken immer wieder über das nach, was sie nicht wollen, reden immer wieder über das, was sie nicht wollen und ziehen damit immer wieder mehr davon an. Und liebe Frauen unter uns, Sie wissen, wie sehr ich meine Frauenarbeit liebe, aber viele Frauen, die leben in einer andauernden Beschäftigung, in einem andauernden, unterschwelligen Gefühl von Ohnmacht. Und so viele Frauen glauben, sie müssten sich zurücknehmen, sie müssten sich klein machen, sie müssten sich für andere Leute opfern. Und was tun wir Frauen mit diesem Fokus? Wir verstärken das, was wir nicht wollen. Wenn wir uns ständig mit Mangel und Problemen beschäftigen, dann erleben wir das, worauf unser Fokus gerichtet ist. Mehr Mangel und Probleme. Und wenn wir uns, nochmal liebe Frauen, immer mit den anderen beschäftigen, dann fragen sie sich, wozu sie am meisten den Kontakt verlieren. Zu sich selbst. Aber wenn sie üben und lernen, und darum geht es mir in meiner ganzen Arbeit gerade mit den Frauen, und ich bin jetzt schon von einer solchen Dankbarkeit, dass wir heute Abend da zusammen starten. Und wenn Sie nicht dabei sind, dann lade ich Sie ein, nächstes Jahr dabei zu sein. Jetzt sind ja die Türen zu. Aber ich weiß, wir werden miteinander üben. 1000 Frauen werden sich ab heute Abend mit mir die nächsten 2 Monate ausrichten auf Fülle und auf Liebe und auf Wachstum. Und auf das Leben ihrer Träume. Und wir werden das tun. Innen, außen, unten, hinten, vorne. Wir werden uns in unsere Balance, in unsere Harmonie begeben. Und wir werden uns ausrichten. Und dann werden wir neue Erfahrungen in unsere Welt ziehen. Vielleicht nicht direkt. Wahrscheinlich mit zeitlicher Verzögerung. Aber mit Sicherheit wird unser Leben auf das antworten, was wir denken, fühlen, worauf wir uns fokussieren und was wir aussenden. Das, worauf wir unser Hauptaugenmerk in unseren Gedanken und Gefühlen legen, das werden wir in unsere Erfahrung bringen. Das ist die Wahrheit des Lebens, auch wenn sie uns leider niemand in der Schule beigebracht hat. Also wenn ich an dem Lehrplan mitmachen dürfte, die Fächerkombination sähe so vollkommen anders aus. Jedes Kind würde lernen, dass diese schöpferische Kette, die ich da gerade zeige, dass die immer wirkt, bei jedem. Wir erleben, was wir lieben, aber eben nicht in diesem romantischen Sinne. Jeder Gedanke, den wir denken, ist eine Ursache und jeder Zustand, in dem wir uns befinden, ist eine Wirkung. Alles, was in Ihrem Leben ist, das halten Sie selbst, meist relativ unbewusst, sozusagen im Fokus Ihres Lebens. So wie Sie die Kameralinse auf ein Objekt richten und den Rest da drumherum nicht mehr sehen. Und wenn Sie Ihre Kamera nehmen und Sie richten die aus auf Begeisterung und Dankbarkeit, dann werden Sie auf kurz oder lang, und das ist nur eine Frage, wie leidenschaftlich Sie die Kamera ausrichten, werden Sie in Ihrem Leben Dinge erleben, auf die Sie sich freuen, über die Sie begeistert sein können und für die Sie dankbar sein können. Wenn Sie aber permanent nörgeln, nölen, unzufrieden sind, voller Angst vor der Zukunft, an allem zweifeln, sich über die ganzen Dinge, die Regierung, die Wirtschaft, das Finanzsystem, die Umweltverschmutzung ständig aufregen, dann ziehen Sie das in den Fokus und die Zukunft. Dann halten Sie sich für ein Opfer von den Dingen und dann werden diese Dinge größer. Wir sind tatsächlich alle wie Magneten. Wir ziehen an, worüber wir nachdenken und wir erleben, was wir fühlen. Und dass unser Leben und dieser Planet oft so anders ist, als wie wir es uns wünschen, das liegt daran, dass wir eben alle so aufgewachsen sind, so konditioniert sind, dass wir meist überhaupt nicht merken, was wir die ganze Zeit ins Leben hineindenken und fühlen, weil wir ja glauben, das würde die ganze Zeit da von den anderen bestimmt, dass wir gerade so frustriert und traurig sind. Aber das ist nicht so. Wir haben die Wahl. Und ich
sitze hier und rede so eifrig über das, was ich so weiß und was, wo meine ganze Leidenschaft und mein Fokus ist und denke dann wieder, wie viele steigen jetzt aus? Vielleicht so ein ganz kleiner Ausflug nochmal. Die Forschung zeigt, dass Gedanken, also in diesen ganzen Neurowissenschaften gerade dreht sich es überall darum, Gedanken sind elektrische Wellen voller Energie und Information. Und die Gedanken senden diese Wellen voller Energie und Information in unsere Nervenzellen. Und die, also das ist jetzt wieder sehr vereinfacht ausgedrückt hier für diesen, zu diesem Zweck in diesem Podcast. Und die verdichten sich über unser neuronales Netzwerk im ganzen Körper. Wir haben auch so ein Informations-Worldwide-Körpernet-Web. Und da verdichten die sich zu Gefühlen. Gedanken werden über die Energie, die sie in sich tragen, zu Materie. Die verdichten sich. Gedanken erschaffen Moleküle, sorgen dafür, dass Biochemie und Hormone im ganzen Körper ausgeschüttet werden. Und je nachdem, was wir denken, können diese Biochemie und diese Hormone und all diese Stoffe zum Beispiel Grummeln im Bauch verursachen oder aber Schmetterlinge im Bauch. Das sind diese unterschiedlichen Gefühlswelten. Und diese Gefühle, die wir dann haben, das Grummeln oder die Schmetterlinge, die ziehen wiederum unsere Aufmerksamkeit auf sich und die besitzen wieder diese Energie, diese magnetische. Und dann sind wir selber in einem inneren Erfahrungszustand, der wiederum im Außen auch Erfahrungen zieht. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, die dieser inneren Energie entsprechen. Also wir sind schlecht drauf, kennen Sie auch. Ne? Und dann ist da draußen auch alles Käse. Und schwupp, 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 haben wir lauter Sachen im Fokus, die uns ärgern. Unser Leben und unsere Zukunft und unser Jahr 2020 und alle Folgen funktionieren komplett andersherum, als es uns beigebracht wurde. Erst denken wir etwas, dann fühlen wir etwas und deshalb erleben wir etwas. Nicht die Welt macht etwas mit uns, sondern unser Denken und Fühlen machen etwas mit der Welt. Je nachdem, was wir denken, geht es uns besser oder schlechter. Und je nachdem, was wir jetzt denken, ziehen wir, fokussieren wir in unsere Zukunft Erfahrungen hinein, die es uns besser oder schlechter gehen lassen. Das ist eine endlose Kette, in der wir sind, bis wir uns entscheiden, dass wir einen Umgang mit unseren Gefühlen lernen und mit unserem Denken lernen, der aus meiner Sicht eine absolute Revolution ist, nämlich, dass wenn Menschen überall auf der Welt lernen würden und wenn ihnen gezeigt würde, wie sie gestalterisch mit ihren Gefühlen umgehen, dann würden wir merken, dass wir diejenigen sind, die diese Zukunft erschaffen können. Und wir würden uns entscheiden, dass wir sehr bewusst darauf achten, was wir denken und fühlen, weil wir jetzt wissen, dass jeder Gedanke uns irgendetwas bringt, was Gutes oder was uns nicht so gut tut. Und wir würden noch was tun. Wir würden keinem anderen da draußen mehr die Verantwortung erlauben. Wir würden wissen, wenn wir jetzt so einen Käse erleben, dann haben wir unseren Fokus auf Käse gerichtet und dann sind wir in Resonanz mit Käse. Jetzt sagen Sie mir natürlich, aber es gibt ja echt ganz schreckliche Lebensschicksale und es gibt super schwierige Umstände. Das stimmt. Und natürlich haben wir alle noch unsere Geschichten und niemand hat ein perfektes Leben und wir alle erleben Herausforderungen. Und die Frage ist aber, was wir innerlich daraus machen. Es geht nicht um positiv denken bei dem, was wir hier sagen. Ich sage Ihnen auch nicht, machen Sie die Augen zu, tun Sie einfach so, als ob es keinen Klimawandel gibt, tun Sie einfach so, als ob die Meere super sauer und hellblau sind. Das will ich Ihnen nicht sagen. Aber damit Sie dafür sorgen, dass sich etwas heute und dann mittelfristig und dann langfristig dreht, da ist es einfach wichtig, dass Sie sich entscheiden, was Sie innerlich aus Ihrem persönlichen Schicksal und mit den Umständen, in denen sich unsere Welt gerade befindet, machen.
Ich glaube, sie genauso wie ich kennen Menschen, die unfassbare Schicksale erlebt haben und die sie und mich und unzählige andere Menschen berühren und bewegen und ermutigen, aus Schicksalsschlägen, aus Schmerzen, aus Gewalt, aus Missbrauch, aus Widerstand, aus Not einen Weg herauszufinden. Warum? Weil sie sich entschieden haben, mit ihrem Schicksal so umzugehen, dass sie daraus ihre eigene Kraft entwickelt haben, dass sie sich innerlich nach innen verbunden haben und jenseits von diesem Schicksal da drinnen ihre Liebe gefunden haben und dass sie für sich entschieden haben, sich auf diese Liebe auszurichten und bei dieser Liebe zu bleiben und ab jetzt das Leben in dieser Liebe zu gestalten. Und das können wir alle. Es steht gerade nicht bombig um unseren Planeten. Aber jeder von uns kann sich jetzt heute hier am Anfang dieses neuen Jahres und dieses neuen Jahrzehntes entscheiden, was er jetzt in diese Welt bringen will. Jetzt ist die Zeit für den Wandel. Aber in Ihnen warten Sie bitte nicht darauf, dass der da draußen kommt. Es ist Zeit dafür, dass Sie Gefühle in diese Welt ausstrahlen und damit Gedanken denken, die heilsam wirken auf Sie, auf die Menschen um Sie herum und auf diese Welt, sodass diese Gedanken für den Klimawandel andersrum sorgen. Wir sind das Klima. Wir sind die Wähler von all diesen verrückten Präsidenten, wie Trump oder Erdogan und wie die alle heißen. Aber das, worum es für mich so stark in meiner Arbeit geht, das ist, glaube ich, die stärkste individuelle Eva-Komponente in meiner Arbeit, weil es gibt viele Menschen, die im Moment an diesem neuen Bewusstsein wie soll ich das nennen, arbeiten. Aber für mich ist die stärkste Komponente an meiner Arbeit, aufzuzeigen, dass der Schmerz und die Dunkelheit wichtig sind. Und dass diese verrückten Präsidenten zum Beispiel, wenn sie die aus einer höheren Perspektive betrachten, dann sind es die, die testen, wozu wir bereit sind, woran wir immer noch glauben wollen, wem wir die Macht immer noch übertragen wollen. Und diese Präsidenten haben genauso wie der Brexit zutage gebracht, was in unseren Köpfen und Herzen geschwelt hat. Wenn wir so klar gewesen wären, dann hätte es weder einen Herrn Trump gegeben, noch einen Brexit. Alles kommt gerade zutage. All das musste sich zeigen. Alles, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, wenn ich mit den Leuten arbeite, dann sage ich immer, alles klar, wir gehen so richtig nach vorne. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben, Ihre Beziehung dramatisch verbessern können. Aber Sie müssen bereit sein, dass dann alles zutage tritt, was sie im jetzigen Zustand gehalten hat. Weil wenn sie jetzt irgendwo sind in ihrem Leben, wo es ihnen nicht gut tut, dann gibt es in ihnen, und das eben vor allen Dingen in ihrem Unterbewusstsein, weil wir das immer schön alle verdrängen, was uns nicht gut tut, das tun wir von Kind an, gibt es all diesen Schmerz, all diese Hoffnungslosigkeit, all diese Angst, die muss nach oben, weil die halten sie jetzt in diesem Zustand, der ihnen nicht gefällt. Und wenn sie da rausgehen, dann kommt das Licht darauf, was sie da gehalten hat. Und das ist so wichtig, dass Sie verstehen, damit wir uns verändern können, damit wir etwas verändern können, muss es zutage treten. Es muss ans Licht kommen, damit wir es verändern können. Und damit wir uns entscheiden können, in diesem Prozess, wenn der Schmerz ans Licht kommt, endlich die Verantwortung zu nehmen, endlich unsere eigene Kraft zu erkennen. Endlich zu erkennen, dass wir in uns die Veränderung sind, nach der wir uns so sehr sehen und die dieser Planet auch so sehr braucht. Dass wir die Liebe sind und dass wir das Licht sind.
wirklich, ich kann Ihnen das nur sagen. Ich erzähle Ihnen das alles nur in der Hoffnung, dass Sie das, was jetzt gerade vorgeht, vielleicht in Ihrem persönlichen Leben, in Ihrer Beziehung, aber auf jeden Fall eben auch auf diesem Planeten, dass Sie sich schütteln und sagen, ja, ich bin dabei. Ich will so nicht mehr weiter. Ich bin total erschöpft von diesem, was hier so läuft in meinem Leben, in meinem Job, in meiner Beziehung. Ich kann es nicht mehr aushalten, was hier mit Menschen, mit den Tieren, mit der Natur geschieht. Ich bin bereit. Ich gehe jetzt zurück zu mir und ich bekenne mich zu meinem Licht. Ich bekenne mich zu meiner Schöpferkraft. Ich entscheide mich jetzt zu denken, was ich denken will. Und ich entscheide mich jetzt, in meiner inneren Umweltverschmutzung aufzuräumen. Und ich bin bereit, dem zu begegnen, was zu dem Alten noch gehört, was in mir mich bis hierhin festgehalten hat. Ich habe in Liebe kann alles in meinem neuen Buch wirklich aus einer Überzeugung wie noch nie von der Schöpferkraft in uns geschrieben, die in jedem von uns liegt. Aber ich habe so ausführlich wie selten den Umgang, den richtigen mit Schmerz erklärt. Wir wachsen und wir heilen, indem wir uns der Dunkelheit stellen, indem wir im Schmerz die Kraft unserer Liebe entdecken. Sonst sind wir Anfänger, sonst sind wir naiv, sonst sind wir wie Kinder. Dann glauben wir an den Weihnachtsmann, darum geht es nicht. Ich entdecke die Kraft meiner Liebe, wenn sie tatsächlich transformierend in meinem Leben gewirkt hat. Und meine Erfahrung ist, je mehr die Kraft meiner Liebe in meinem Leben transformierend gewirkt hat, sodass ich es wirklich erleben konnte, desto mehr konnte ich nach draußen gehen und diese Erfahrung mit anderen Menschen teilen und anderen Menschen ebenfalls dazu zu verhelfen, in ihre Schöpferkraft einzusteigen. Sie sind eine Quelle, wenn sie ihr Leben aufräumen. Sie können entscheiden, woran Sie glauben. Sie können entscheiden, was Sie fühlen wollen. Sie können entscheiden, sich von äußeren Umständen und von Ihrer Vergangenheit zu lösen. Und Sie können sich entscheiden, durch das, woran Sie glauben, worauf Sie Ihren Fokus richten, Ihre Zukunft zu erschaffen. Sie werden deswegen nicht ein Wunderland erschaffen und ihr Leben wird nicht glatt durchgehen. Darum geht es nicht. Es geht in ihrem Leben um Wachstum und Entwicklung. Darum geht es auch auf diesem Planeten. Und es werden immer wieder Herausforderungen kommen. Aber sie können geduldig üben, in ihre innere Welt Frieden zu bringen und ihren Geist von weniger Negativität, von weniger Gemecker, von weniger Genörgel und Frust verschmutzen zu lassen. Also, wollen Sie jetzt wissen, was 2020 und in den nächsten 10 Jahren passiert? Fragen Sie sich, was Sie gerade denken und fühlen. Das entscheidet darüber. Lassen Sie das in sich wirken. Es gibt gerade unfassbare Forschung. Es gibt so viel Neues in den Laboren dieser Welt. Es gibt so viel Neues in den Köpfen dieser Welt. Es gibt so viel Geniales. Es gibt so viel neue Technologien. Es gibt so viel neue Erfindungen. Und es gibt so viel neues Erwachen in den Herzen, was ich mit Menschen zusammen erleben darf, ganz persönlich. Aber wir müssen endlich den Mut haben, uns für all das zu öffnen und aus diesem gewohnten Glauben, aus diesen gewohnten Abläufen, aus dieser Behäbigkeit unserer Komfortzone, aus diesen ganzen Sätzen, so bin ich nun mal, so ist es nun mal, es wird sowieso nicht besser, die Finger davon zu lassen. Wir sind wie Junkies. Und von unserer Angst loszulassen. Weil wenn wir vor dem allem, was jetzt gerade geschieht, immer weiter in Angst erstarren, verstärken wir das alles immer. Es braucht jetzt mutige Menschen. Und es braucht Menschen, die wissen, wie die innere Arbeit geht. Das ist das, was ich die ganze Zeit mit Menschen teile. Mein Leben hat sich so verändert, weil ich gelernt habe, in meinem Inneren zu gestalten. Ich kann Ihnen nur sagen, und wenn Sie noch nie was von innerer Arbeit gehört haben, wenn Sie keine Ahnung von Meditation haben, wenn Sie keine Ahnung von Visualisierung haben, tun Sie eins.
Achten Sie auf Ihre Gedanken und stellen Sie sich kleine Sachen vor. Stellen Sie sich vor, andauernd fahren Sie Auto, spülen Sie Ihr Geschirr, bügeln Sie Ihre Wäsche und stellen Sie sich dabei vor, wie Türen aufgehen. Machen Sie sich innere Bilder. Bügeln Sie das Hemd und stellen Sie sich vor, wie eine Tür aufgeht. Und stellen Sie sich vor, dass dahinter irgendwas Spannendes ist, was Sie nicht kennen. Das wirkt in Ihrem Geist. Das sorgt für Moleküle. Das sorgt für Gefühle. Stellen Sie sich vor, wie überall in Ihrem Leben neue Möglichkeiten auftauchen. Auch wenn Sie gar nicht wissen, wie die sind. Das müssen Sie nicht. Allein diese innere Veränderung, die Öffnung für was Neues, sorgt für Resonanzen von Neuem. Und wenn Sie das wieder und wieder machen, auch wenn Sie denken, die ist total verrückt, was redet die? Ich habe hier so viele Probleme, da kommt die mit neuen Türen in meinem Kopf beim Bügeln. Machen Sie es doch einfach, probieren Sie es aus. Mein Leben ist komplett neu. In meinem Leben gehen ständig neue Türen auf. Ich beschäftige mich mit neuen Türen und ich will mich nicht mehr mit altem, runterziehendem Krempel beschäftigen, weil ich weiß, wohin das führt. Suchen Sie nach Dingen, für die Sie dankbar sind. Erlauben Sie sich kein Lästern mehr. Und wenn Sie gerade, was weiß ich, ich schaue hier auf meine wunderbare lachsfarbene Amaryllis, schauen Sie auf die und freuen Sie sich an der, wenn Sie wieder merken, wie sie abdriften. Machen Sie in Ihrer Familie ein Spiel daraus. Wer zuerst für Frieden, wenn Sie sich gerade gekracht haben, sorgt, der hat gewonnen. Machen Sie eine kleine, stellen Sie ein Schwein auf, wer wieder rumlästert, 50 Cent in die Kasse. Helfen Sie sich gegenseitig auf eine liebevolle und am besten auf eine humorvolle Art, wenn einer wieder so abdriftet nach unten und sagen Sie, hu, stopp. Machen Sie sich zur Übung, sich auszurichten. Aber, wie gesagt, machen Sie sich auch bereit, dass durch Ihr Licht der Schmerz und die Dunkelheit zutage tritt. Machen Sie sich bereit dafür, dass, wenn Sie nach vorne gehen, alter Schmerz hochkommt. Warum? Weil Sie ihn verabschieden sollen. Weil Sie ihn liebevoll in den Arm nehmen. Ich erzähle in meinem neuen Buch von einem Satz von Jack Kornfield, einem großen Meditationslehrer, der sagt, bitte streicheln Sie den Schmerz. Das heilt ihn. Und das ist das Gegenteil von im Schmerz versinken. Wir müssen lernen, dieses Dunkle in den Arm zu nehmen. Und wissen, dass wir die Kraft und die Ruhe und den Frieden in uns tragen, dass das aufsteigen darf und damit es in ihrer Liebe auch gehen kann. Ja, was will ich Ihnen sagen? Ich will Ihnen sagen, Sie sind die Liebe, auf die Sie und wir alle warten. Und wenn wir unsere Liebe zusammentun, so wie ich das seit letztem Jahr mit den Frauen tue, dann verstärkt die sich, dann potenziert die sich, dann wird die immer mehr. Und mein Traum ist es, dass aus 1.000 Frauen 2.000 werden und dass 5.000 und 10.000 und irgendwann vielleicht 100.000 Frauen mit mir vorangehen und dass diese 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 Frauen, die haben Kinder und Männer und Kollegen und Eltern und Freunde und Freundinnen und es strahlt aus. Und ehe sie sich versehen, gibt es einen Wandel auf diesem Planeten. Und wissen Sie, wer der Wandel ist? Sie. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier geredet habe. Ich glaube, es war verdammt lang. Aber es war mir ein solches Herzensanliegen, das mit Ihnen zum Jahresstart zu teilen. Und ich hoffe, dass Sie sich noch mal an ihre wahre Kraft jetzt in diesem Podcast erinnert haben. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie kennen jemanden, der bräuchte auch nochmal eine Erinnerung, der bräuchte auch nochmal ein Erkennen, wer wirklich ist und eine Erinnerung daran, was er in dieses Jahr 2020 hineinbringen kann, weil er so ein wunderbares Wesen voller Liebe und voller Licht ist, dann teilen Sie den Podcast. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich über eine Sternebewertung bei iTunes. Und ansonsten bitte, bitte vergessen Sie nicht, Sie sind die Liebe und Liebe kann alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihre Eva Zuhorst. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit
Eva Maria und Wolfram Zuhorst.